Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie hiermit begrüßen zu unserem Sprachkurs Hochdeutsch. Bankletzerisch! Bankholzen, wo übrigens diese leckere Vesperplatte herstammt, liegt am südwestlichen Teil des Bodensees, am Fuße des Chinaberges. Wir haben keine Kosten noch Mühen gescheut, diese edlen Waren für Sie herzustellen. Sie stammen allesamt original aus Bankletze! Sie sind selbst eingepökelt, gewürzt und geräuchert. Im ersten Teil unseres Kurses werden wir Ihnen die einzelnen Leckereien erst auf Hochdeutsch und dann auf Bankletzerisch erklären. Zur Übung und zum besseren Verstehen werden wir die einzelnen Wörter einige Male wiederholen. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Mitmachen. Die erste Leckerei, die wir Ihnen vorstellen möchten, ist der traditionelle Bankholzer Speck. Im Hochdeutschen wird er Speck ausgesprochen. Das heißt Speck! Bitte wiederholen Sie dieses Wort. Speck. Speck! Gut so! Und nun hören wir das Wort auf. Bankletzerisch, da sagt man Speck! Haben Sie gehört? Wichtig ist die Endung CH. Hier nochmal deutlich zu hören. Speck! Nun sprechen Sie mir bitte nach. Speck! Speck, Anixor, Thailand, Dini. Und nochmal. Speck. Und jetzt hören Sie noch einmal das Original. Speck. Und zum Vergleich. Speck. Nun können Sie noch hören, wie das Wort Speck in der Umgangssprache eingesetzt wird. Du hast Speck, Speckbrot bestellt. Soll so viel heißen wie. Du hast das Speckbesteck zu spät bestellt. Wir wiederholen nochmal. Du hast Speck, Speckbrot bestellt. Heißt so viel wie? Du hast das Speckbesteck zu spät bestellt. Nun kommen wir zu der Leckerei geräucherte Rot- oder auch Blutwurst genannt. Das heißt Schwarzwurst! Blutwurst, weil ich das für ein Schießdreck! Blutwurst aufs Hirn aufgeschlagen! Im Hochdeutschen sagen wir dazu Blutwurst. Jetzt hören wir das Wort auf Bankletzerisch! Schwarzwurst! Ich wiederhole nochmal. Blutwurst heißt? Schwarzwurst. Schwarzwurst. Wurst. Genau. Hier noch ein Beispiel in der Umgangssprache. Bring mal Schwarzwurst mit Brot und Anke. Heißt so viel wie? Bringen Sie mir bitte eine Schwarzwurst mit Brot und Butter. Ich wiederhole nochmal. Bringen Sie mir bitte eine Schwarzwurst mit Brot und Butter. Das halt schon im Kopf wie du, jetzt habe ich gerade eben gesagt, das heißt, bring mal Schwarzwurst mit Brot und Anke, du Städtlerin! Das nächste, was wir Ihnen vorstellen möchten, ist der geräucherte Schweinehals. Wird hier auch genannt? Horuckespeck! Wir wiederholen nochmal. Geräucherter Schweinehals. Horuckespeck! Bitte wiederholen Sie. Horuckespeck! Sehr gut. Und nun in der Umgangssprache? Horuckespeck! Sakrament ist aus Horuckespeck! Ja, ist ja gut, genau. Jetzt noch ein weiteres Beispiel. Der Horuckespeck darf ich zräsi. Haben Sie gehört? Nochmal. Der Horuckespeck darf ich zräsi. Heißt so viel wie, der geräucherte Schweinehals darf nicht zu salzig sein. War du jetzt aus? Das kennen Sie sicher. Den Bankholzer Schinkenspeck. Wird hier genannt? Schunkerspeck! Wir wiederholen noch einmal Schinkenspeck. Heißt in der Umgangssprache? Schunkerspeck! Ich wiederhole dieses Wort. Schunkerspeck! Schunkerspeck! Jetzt noch ein Beispiel in der Umgangssprache. Ist der Schunkerspeck schön fett, hätte ich so schönes Leben gehabt. Das heißt... Ist der Schinkenspeck schön fett, hat die Sau ein schönes Leben gehabt. Wir wiederholen nochmal. Ist der Schunkenspeck schön fett, hätte die Sau ein schönes Leben gehabt. Ist der Schinkenspeck schön fett, hat die Sau ein schönes Leben gehabt. Als nächstes kommen wir zu den Feldfrüchten. Genau! Bitte sprechen Sie mir nach. Knoblauch. Knoblauch! Gut so! Nun das Wort in der Umgangssprache. Knobli! Haben Sie gehört? Achten Sie bitte auf die Aussprache. Knobli! Knobli!
Nun wollen wir das Ganze noch ein bisschen steigern. Eine Knolle Knoblauch. Ach, Knolle Knobli! Haben Sie gehört? Und nun noch einmal. Eine Knolle Knobli. Ach, Knolle Knobli! Alle 4 Jahre findet in Bankholzen das traditionelle Zwiebelfest statt. Büllefest! Seht nur die Anderskosse! Auf diesem Fest bekommt man eine weitere leckere Feldfrucht. Die Zwiebel. Genannt auch Bülle! Eine besondere Leckerei, die man daraus herstellen kann, ist der Zwiebelkuchen. Genannt auch Bülle-Dünne! Und nun noch ein Beispiel in der Umgangssprache. Muss obachte! Durch die Salatzwiebel Bülle-Ei, kriegst sofort Scheiß-Ei! Das heißt, tust du an den Salat zu viel Zwiebeln, das heißt Bülle! Bekommst du sofort Durchfall. Jetzt nochmal auf Bankletzerisch! Musst obacht gehe. Dusch in Salat so viel Bülle nei. Kriegst sofort Scheißerei. Und das ist wahr. Hier nochmal im Original. Dusch in Salat so viel Bülle nei. Kriegst sofort Scheißerei. Als letztes stellen wir Ihnen unseren leckeren Himbeerbrand vor. Er wurde hier im Dorf in einer kleinen Destille hergestellt. Die Himbeeren, oder auch genannt Hüppele, werden hier selbst angebaut und verarbeitet. Nun gehen wir noch etwas genauer auf das Wort Hüppele ein. Im Hochdeutschen heißt es Himbeere. In der Umgangssprache heißt es Jetzt rechts mega auf, immer der Hüppele! Wir wiederholen noch einmal. Hüppele! Hüppele! Das hast du jetzt wie gut, aber schön gesagt. Oh, vielen Dank! Jetzt noch ein Beispiel in der Umgangssprache. Gestern habe ich Hüppel und bin auf der Upphasler Ufer aufgeflogen und habe mir das Füdle verbrennt. Das heißt, gestern habe ich Himbeeren gepflückt, Hüppel, bin in den Ameisenhaufen gefallen, Upphasler Ufer, und habe mir meinen Hintern verbrannt. Füdle, Füdle! Nochmal auf Dialekt. Gestern habe ich Hüppel und bin auf der Upphasler Ufer aufgeflogen und habe das Füdle verbrennt. Ich wiederhole noch einmal. Gestern honi Ümpele abedor. Ümpele! Bin uf de Umbusele Hufe Ufe Kait. Umbusele Hufe Kait! Und han mers Fiddle verbrannt. Fiddle! Nee. Fiddle! Und han mers Fiddle. Das heißt Fiddle! Fiddle! Heiland Sakratini! Fiddle! Seg Fiddle! Han mer ist. Fiddle! Und han mer. Fiddle! Ham. Fiddle! Und hammer. Seg jetzt Fiddle! 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 Füdle! 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 Lassen wir das jetzt? Zum Abschluss dieser Übung und zum Weihnachtsfest haben wir Ihnen noch ein kleines Lied mitgebracht. Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Spaß beim Hören. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See, weihnachtlich glänzend der Wald, freudig Christkind kommt Oh!
Biscuit Company. La 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 la. Schwarzwurst.